Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu... Ja, wieder zurück zu World of Pet Battle. Ja. Ich bin selber sprachlos, wo waren wir stehen geblieben? Erstmal mache ich das Ganze jetzt mit einem neuen Charakter, weil die Gebiete werden jetzt immer schwerer und da bringt es langsam nichts mehr, mit meiner Level 85erin da rumzugucken. Deswegen habe ich jetzt auf meine Todesritterin geswitcht. Wir sind ja im Jahr dabei stehen geblieben und ich habe auch schon wieder jede Menge neue Haustiere. Und zwar habe ich es jetzt auch mal geschafft, diese hier im Jadewald diese drei kleinen Schlangen zu fangen. Ja, Jadewald ist auch ein gutes Stichwort, weil wir hier nämlich weiter ansetzen werden. Wir müssen nämlich, wir wollen ja Gebiet für Gebiet abgrasen und im Jadewald fehlt uns jetzt noch diese Rappernschnecke. Die werden wir jetzt versuchen zu kriegen, natürlich in dieser Episode. So, dann wollte ich eigentlich mal gucken, was ist noch neu. Vielleicht kann ich euch das ja noch irgendwie zeigen, wenn ich das noch zusammenkriege. Ach ja, erstmal gehen wir mal die Erfolge durch. Ich habe nämlich mit Erfolgen noch weitergemacht. Und zwar Haustierkämpfe Zähmung Nordends habe ich nämlich. Nee, das war's nicht. War mal Haustierkämpfe. Wir waren bei Sammeln. Auf Safari Nordend, genau. Ich habe nämlich den verseuchten Drachenwelpen endlich bekommen. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch Kalimdor und Pandaria. Ja, auf Safari in Kalimdor, da fehlen uns noch ein paar. Und in Pandaria, da sind wir ja gerade dabei. Und zwar, kann man das kleine Ding ja mal zeigen. Wenn ich den finde. Aber wir gehen sowieso mal durch, was jetzt alles noch neu dazugekommen ist. Vielleicht kriege ich es noch zusammen. Ich habe, glaube ich, das hier, das dazu blaue Kranichküken habe ich noch mir geholt. Das habe ich auf der Insel der Zeit oder so, war das dann so ein Ei mit drin gewesen. Also nichts Aufregendes. Dann, jetzt muss ich erstmal selber ja durchgucken, was man jetzt davon schon kennt und was nicht. Jetzt nicht, dass ich hier euch 10.000 doppelte Viecher zeige. Oh Gott, genau, Flips habe ich noch bekommen, den hatte ich in so einer Schatztruhe auch auf der Insel der Zeit drin gehabt. Der kleine Fokusmonstrosität kennen wir schon. Die habe ich ja, die kennt ihr glaube ich auch schon, die habe ich alle geschenkt bekommen. Ja, ich habe keine Ahnung. Hopfling glaube ich kennt ihr auch schon, den habe ich, in der Brauerei Sturmbräu kriegt man den für so einen Erfolg. Ich muss jetzt erstmal hier wirklich wieder ein bisschen durchblicken, weil wir haben echt eine Menge Haustiere mittlerweile. Ja, der Kranichküken oder was das? Keine Ahnung. Eins der Kranichküken habe ich auf jeden Fall aus so einem Ei bekommen. Zusätzlich Klein Taregosa kennt ihr ja auch. Den würde ich jetzt eigentlich gerne mal gern nebenbei noch mit hochziehen. Oder war das der kleine wilde Shetling? Ne, den hatten wir irgendwo anders, ja. Ich habe keine... Ich sehe hier schon gar nicht mehr durch. Aber wenn ihr die ganzen Folgen noch im Kopf habt, dann wisst ihr ganz genau, wo ich die nochmal alle her habe. Außer wie gesagt, die ich jetzt gerade nur als neu gezeigt habe. So. Mikrowache der Sonnenhäscher. Ich habe auch... Genau, den habe ich neu, den Menageriewächter. Da war ich in Karasan und habe mir den organisiert. Ich war mit ein paar alte Raids, habe ich abgefarmt, aber da hatte ich noch nicht so viel Glück. Also, es sind noch nicht so viel gedroppt, wie ich eigentlich gerne gehabt hätte. Phönixküken, Polly. Cupido, was ist denn eigentlich mein Verseuchter? Achso, der kommt erst noch. Rützelzahnraptor. Oh Gott. Ey, wie viele Tiere wir haben mittlerweile. Das ist echt einfach nur abartig. Ich muss jetzt langsam mal wirklich die ganzen doppelten Viecher alle mal raussortieren. Da muss ich mich vielleicht mal ein bisschen hinsetzen. Weil das ist langsam alles zu viel, wa? Seepony wollte ich das ja angeln. So. Seuchenfalke, Siemenkatze. Singende Sonnenblume, genau. Die ist auch. Die habe ich mir auch holen lassen, besser gesagt. Ich habe das einer Freundin überlassen, weil ich bin da nicht so der Plants vs. Zombies Freak. Also das kann ich nicht so. Gut, deswegen muss das ein anderer für mich machen, aber hey. Ey, wie viele Tiere. Das ist echt der Wahnsinn, was wir schon alles uns organisiert haben in den Folgen World of Pet Battle.
Wir sind ja am Sammeln hier wie die Beknackten gewesen. Und immer noch. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Da kommen ja noch einige Tiere auf uns zu. Ich werde das wieder wie gehabt machen. Ich werde... Diese könnte man eigentlich ja mal mit in den Kampf reinnehmen, weil... Guck mal, der ist Level 23. Der braucht nur noch 2 Level. Und wisst ihr was, das machen wir jetzt einfach mal. Wir werden den mal hier ein bisschen... Die mal schon noch ein bisschen nebenbei, die wir schon alle so hoch haben, die können wir doch eigentlich mal alle nebenbei. Oh, der ist aber schwach. Der ist ungewöhnlich. Ich glaube, wir sollten erstmal den ungewöhnlichen nehmen. Nebenbei mal ein bisschen mit hochziehen, weil dann haben wir mal wieder ein paar auf Höchststufe. Warte mal, wir sind bei V jetzt schon vorbei, wa? Was ist denn mein Verseuchter? Versuchter Webling, da ist er doch, der kleine Scheißer, den ich so lange gesucht habe. Und dann habe ich ihn endlich gefunden. So, noch irgendwas Neues. Übelrübe. Ich glaube, die kanntet ihr schon, oder? Ja. Gut, so viel erstmal dazu. Damit haben wir jetzt erstmal schon mal ein bisschen Zeit verschwendet. Und wir suchen jetzt erstmal die Ratternschnecke. Und ich habe noch gar keinen Plan, wo wir damit anfangen. Der gute Ronny wird übrigens auch demnächst wieder anfangen mit... World of Warcraft, und dann wird er mich wieder begleiten und unterstützen. Da haben wir uns schon abgequatscht. Und ich fange jetzt einfach schon mal so an. Er wird mir dann natürlich wieder den Kopf waschen, warum ich denn nicht da und da das gemacht habe und mir das und dies und so. Das kennen wir ja alles. Da ist ja der gute Ronny ist ja da schon fast ein Pet Battle Meister drin und der, ja, wird mir, wie gesagt, gehörig den Kopf waschen. So. Die Ratternschnecke, wo findet man das blöde Vieh? Ich habe jetzt eher die Idee, dass man das so an Küsten finden könnte. Und da werden wir jetzt einfach mal nachgucken. Irgendwo werden wir das Ding schon auftreiben. Was haben wir denn hier? Sandiger Sturmvogel, den haben wir schon. Gab es hier nicht sogar hier? Krabbe, sandiger Sturmvogel. Nee. Aber ich... Könnt ihr mir vorstellen, dass es, wie gesagt, eher ein, die Ratternschnecke eher ein Viech ist, was uns irgendwo an der Küste auf den Senkel gehen könnte. Deswegen muss ich jetzt mal gucken. Ich will jetzt nur nicht aus Versehen ins Horde-Gebiet fliegen. Weil, aber auch die Arschkarte. Hier sieht alles so ziemlich nach Horde aus. Dieser Charakter hier übrigens, den habe ich damals auf Horde hochgespielt, habe den jetzt wieder als Ally gemacht, weil ich auf Horde-Seite irgendwie nicht so den Anschluss hatte, wie ich mir den gewünscht hatte. Und deswegen bin ich einfach mal wieder auf Horde auf Ally zurückgeswitcht mit denen. Und bin glücklich. Maskenonk haben wir schon. Ratternschnecke, wo zur Hölle könnte man sowas finden? Die Trainer werden wir uns dann natürlich wieder auch noch annehmen, aber das machen wir dann alles wieder extra. Ich würde sagen, wir machen das ganze übliche Spiel sammeln, sammeln, sammeln und dann irgendwann hauen wir uns an die Trainer ran. Maskenonk. Davon gibt es echt viele von den Scheißviechern. Und ich decke hier immer noch was auf, okay. Ja klar, macht Sinn. Springspinne, Hainviper. Das war das Startgebiet der Horde. War. Gefleckter Laubfrosch. Maskenonk. Meine Fresse, Ratternschnecke. Die habe ich sogar irgendwo mal gelesen. Keine Ahnung, ich habe sie damals nicht mitgenommen. Warum ist sie auch nicht? Und diese drei Drachen, die musste ich jetzt einpacken, weil ansonsten, wer weiß, wann ich mal wieder die Gelegenheit dazu habe. Die wurden ja damals ziemlich gut abgefarmt, glaube ich. Jetzt nicht mehr so. Und jetzt bin ich ganz happy, dass ich alle drei mit einmal hintereinander weg. Alter Falter. Aber nichts, was wir brauchen. Meine Fresse. So eine scheiß Ratternschnecke, die müsste ja irgendwo aufzutreiben sein. Oder... Konnte man die nur speziell kriegen? Ich glaube nicht, da stand zumindest nichts drin. Ich muss hier mal meine Kopfhörer wieder ein bisschen leiser machen. Brüllt mich hier an.
wie Rattern schmecken. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was der gute Ronny damals gesagt hatte. Dazu. Ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt was dazu gesagt hat. Rares brauche ich hier nicht mehr, die habe ich alle. Zumindest hier. Im Jahrarbeit, definitiv. Aetis, ja, den habe ich sowieso. Den habe ich, glaube ich, im Let's Play sogar kalt gemacht. Da haben wir uns einfach mal mit den Schurken da rangeschmissen und heldenhaft den Rare umgekloppt. Was, glaube ich, eine ziemliche Arbeit war, weil der war nicht ohne. So, jetzt sind wir wieder an der Küste. Hasenzahnflossler, Hasenzahnflossler. Alter, die Viecher gibt es ja hier echt wie Sand am Meer. Ja, jetzt geht das wieder, das übliche Gesuche los. Das kennt ihr ja noch aus den anderen Parts. Aber so war World of Pet Battle und so wird es auch bleiben. Ich werde mit euch zusammen. Ja, mit euch zusammen die ganzen Viecher finden. Das ist ja auch der Sinn von World of Pet Battle. Ja, ich hatte gerade irgendwie ein Disconnect. Falls man das mitbekommen hat. Ich habe mir natürlich versucht, so schnell wie möglich hier wieder reinzukommen. Hat auch geklappt. Irgendwie habe ich sowieso generell so ein kleines Problem mit meinem Todesritter. Wenn ich mit denen irgendwas mache, da passieren öfters mal irgendwelche komischen Dinge in WoW. Ich weiß nicht, ob das. Ich denke, das liegt an irgendwelchen Addons. Da muss ich auf jeden Fall irgendwann mal durchgucken. Was haben wir hier? Seidenperlenschnecke. Die haben wir schon. Wir brauchen die Rattanschnecke. Fleckter Laubfrosch. Will doch kein Mensch. Sind wir im Bärenfliegensumpf? Fleckter Laubfrosch. Alter, von den scheiß Viechern finden wir bei euch eine Menge. Einwieper, haben wir alles schon. Haben wir doch alles schon, brauchen wir nicht mehr. Gefleckter Laubfrosch, Regenmond, gefleckter Laubfrosch, Hasenzahnflossler. Smaragdschildkröte. Oh, ansonsten müssen wir mal irgendwelche Tiere angreifen in der Hoffnung. Da schmeckt eine Schnecke mit drin. Aber ich würde die schon gerne erstmal so sehen, damit ich weiß, dass ich da richtig bin. Weil ist sonst doof und so. Manu! Jetzt sind wir schon einmal fast rum, wa? Ansonsten, falls ihr wisst, wo die ist, falls ich die jetzt nicht finden sollte und dann mich auf ins nächste Gebiet mache, falls ihr wisst, wo die ist, einfach mal schreiben in den Kommentar. Und noch ein Rare Mob. Weil der ist tot, oder? Rare Mob? Rare Mob? Oder sitzt du da oben? Nö, keine Ahnung. Egal! Wir suchen auch keine Rare Mobs, wir suchen nur noch Haustieren. Und zwar die Rattanschnecke immer noch. Rattanschnecke! Where are you today? Ich muss sowieso mal jetzt regelmäßig mal ein paar Haustiere noch nachziehen, damit wir mal ein ordentliches Team zusammenkriegen. Und für alle möglichen Kämpfe gewappnet sind. Ihr habt ja gesehen, dass uns einige Kämpfe ziemliche Probleme geleistet haben. Und hätte ich den guten Ronny nicht gehabt, hätten wir die wahrscheinlich erstmal sowieso knicken können, weil wir dafür einfach die schlechteste Konstellation in dem Moment hatten. Und deshalb müssen wir da sowieso mal irgendwie, muss ich da irgendwie mal ein bisschen nachziehen. Ich fliege jetzt mal ins Landesinnere. Nochmal durch. Wenn nicht, dann geht's ab ins Tal der vier Winde. Was soll der Geiz? Tempelschlange haben wir alles schon. Haben wir. Manchmal geben ja die Namen auch irgendwelche Tipps und etc. Wo man sie finden könnte. Iguana von den Schreinen. Nee. Ein Viper. Alter, kann doch nicht so schwer sein, sondern. Wir können ja mal gucken.
Vielleicht findet man die ja auch noch. Quatsch. Irgendwo anders. Muss ja nicht sein, dass die. Ja, sollte erstmal umstellen. Ja, der Wald. So. Kann man dich noch irgendwo anders finden? Ne, nur im Jadewald. Ah, super! Magst du Tiere nicht, die man im Jadewald finden kann? So, und wir haben immer noch keine Ratternschnecke. Ich habe auch echt langsam keinen Plan mehr, wo man die herkriegen könnte. Gut, dann geht's jetzt ab ins Tal der vier Winde, sind wir gerade angekommen und dann Stachelratte, da war doch was, was wir noch nicht hatten. Hi. Direkt rein. Scheiß mal drauf. So, dann werden wir gleich erstmal unseren Neuankömmling hier mit reinnehmen. Was hat er für Fähigkeiten? Blitzschlag herbeirufen. Wirbelsturm. Das ist cool. Aber das machen wir erst später. 308 Schaden. Erzeugt 321 Mechanikschaden und erzeugt 5 Runden lang einen Gewittersturm. Während einer Gewitterwolf verursacht alle Haustiere bei jedem Angriff zusätzlich 25% Mechanikschaden. Das ist ganz gut, aber ich möchte ihn ja nicht umbringen. Aua. Endlich mal wieder Pet Battlen. Yes. Da freue ich mich. So, und jetzt müssen wir den nur noch fangen. Scheiße, der lebt ja immer noch. Ich habe jetzt. Ja, den töte ich damit. Was machen wir? Die anderen beiden sind auch keine Option. Verursacht 321 Schaden. Jetzt ist es eigentlich nur noch eine YOLO-Aktion. Scheiße! Das war so klar. Gartenfrosch, sonniger Sturmvogel brauchen wir alles nicht. Dann können wir den Kampf auch gleich abbrechen. Ach Quatsch, warum breche ich den ab? Ich hätte den doch. Bin ich hohl. Ich hätte den zu Ende machen müssen, damit der kleine Scheißer EP bekommt. Mann! Wie viel Life hast du eigentlich? 1118? Wir werden jetzt einfach mal hier ein bisschen was. Anders machen. Das war jetzt gerade echt eine hohle Aktion von mir, gebe ich ehrlich zu. Ja. Okay. Was erwartet uns denn hier? Tal der. Das müsste es auch schon sein. Also, Überrübe haben wir schon. Der Beuteldachs. Beuteldachs Junges. Gelbbeutel Ochsenfrosch. Alter, okay. Tiro Anmast. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. So, checken wir mal ab, was es hier so gibt. Wir fliegen jetzt einfach erstmal querbeet. Und ich meine, ich habe schon eine Menge Tiere gesehen, als ich hier rüber geflogen bin, des Öfteren. Und gerade hier gibt es, glaube ich, echt viel Sumpffiedler. Not owned. Na dann, ran hier! Stell dich dein Schicksal und Level 24. Das ist geil. Und Beutedachse, oh, der wäre grün. Ich glaube, den werden wir uns erstmal erstrangig holen. So, dann werden wir jetzt mal hier loslegen. Voll verfehlt. Geil. Okay, ein Angriff noch und dann wirst du ausgetauscht. Oh scheiße, das Vieh heilt sich auch noch. Da bin ich ja richtig glücklich. Ich hoffe, dass ich jetzt mich damit nicht selbst ins Boxhorn gejagt habe. Mit der Aktion hier. Na komm. Ach, ey, ich hasse diese Fähigkeit. Immer noch. Und das Scheißvieh heilt sich. Spitzer wohl.
Okay, das wird jetzt echt eine harte Nuss für mich. Ich glaube, wenn diese ganze Aktion nicht sogar nach hinten losgeht. Nee, fangen wir mal den nicht. Okay, jetzt hauen wir den Scheißer hier weg. Wir haben dann noch gleich noch einen von der Sorte. Okay, jetzt muss ich aber langsam mal das Haus hier wechseln. Aber ich will ja nicht, dass die eigentlich sterben. So. Frosty, jetzt darfst du da mal ran. Aua. Ja. Ja. Ist okay. Boah, er hates es. Aber wir wollen ja ein bisschen... Nee, nicht fangen. Weg damit. Stirb! Blöde Sau. So, der Beutedachs. Das ist das Objekt der Begierde. Noch ein bisschen viel Life. Machen wir erstmal den hier. Auch wenn es nicht so viel bringt. Jetzt heißt es durchhalten. Wie? Ja gut, sterben wirst du sowieso nicht, wollen wir ja auch nicht. Mies! Ja genau, so auf dem Niveau wollen wir dich ja haben. Verfehlt. Und Rossi macht einen Abgang. Ah, er braucht ja keine EP mehr, der Gute. Nehmen wir mal den, der mit dem meisten EP noch. Mit den meisten Life Points. Wir sterben. Mann, Alter. Ich hasse es, wenn Fallen verfehlen. Boah, ey. Ich hab heute wieder richtig Glück, merkt ihr das? Ja, und damit geht auch der letzte drauf. Sehr geil. Okay, wenn die... die muss jetzt sitzen. Natürlich. Das ist natürlich wieder voll in die Hose gegangen. Okay, mein Plan geht nicht auf. So wie ich es mir vorgestellt habe. Also müssen wir erstmal... Wir brauchen doch noch ein bisschen andere Power. Wir können nicht alle mit einmal machen. Okay, aber ich will ein Haus hier auf jeden Fall noch mitnehmen. So, Beutedachs Junges. Beutedachs. Wo ist das Junges? Da. Ja, jetzt haben wir hier die Auswahl zwischen groß und klein, aber ich nehme erstmal klein. Fangen wir mal klein an. Ding, 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 ding. Beutedachs, Beutedachs Junges. Weichpanzer. Ey, hier gibt es so viele Tiere, die wir alle noch brauchen. Okay, wir machen erstmal euch alle ein bisschen fertig mit so einem kleinen Wirbelsturm, der ziemlich mies ist. Aua! Sieht aber cool aus. Gut, damit hast du deinen Sold erstmal erfüllt. Wechsel mal auf einen Charakter, der den jetzt hier nicht gleich umbringt. Hoffe ich. Den dürfen wir wieder. Okay, Frosty. Sachte, ja? Ganz sachte. Auch wenn du ihn jetzt lieber umbringen würdest, weil er dich die ganze Zeit blöd anmacht. So, und jetzt müssen wir den fangen. Langsam glaube ich, dass mit dem Wirbelsturm war eine scheiß Idee. Egal, die anderen brauchen wir auch noch. Also falls der hier drauf geht. Er hat dann noch außerdem Überleben drin. Das heißt, er wird auf einen Punkt auf jeden Fall bleiben noch. Mann, diese Falle könnte auch mal treffen, ey. Da wäre ich einfach mal richtig happy. Komm mal, Elzer. Alle guten Dinge sind drei und jetzt möchte ich den scheiß kleinen Beutedachs-Jungs haben. Ja, also. Geht doch. Und jetzt können wir den Rest ausrotten. Wow. So, erstmal den hier hoch. Aua. Und ich bin betäubt. Das finde ich geil. Aua. Na hier. Kriegst du den ab. Und rate mal. Bäm. Und bist betäubt. Bang. Das war Schildi. So, und gegen den müssen wir eigentlich im Vorteil sein. Ja, sind wir da auch. Na dann. Klopp ihn weg. Komm, Blizzard Bashi. Bam. Das muss zecken, genau. Und gleich noch eine hinterher, weil es... Ach toll, du kleiner Drecksau. Du kleiner Penner. Aber das wird dich nicht bewahren.
Auch du wirst deinen Tod finden, jetzt nämlich. Und er starb. Und wir haben gewonnen. Und wir haben einen Beuteldachs, schwaches Junges. Gut. Ich verpiss mich mal hier in die Luft oder setze mich hier auf das nette Häuslein rauf. Und warte da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dass das jetzt alles so reibungslos, also dass es jetzt ab dem nächsten Part ein bisschen reibungsloser läuft. Wie gesagt, wegen der Ratternschnecke, falls jemand weiß, wo man die herkriegt, schreibt es in die Kommentare. Würde mich darüber freuen. Und dann organisiere ich die nämlich noch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und da wird es dann auch ein bisschen mehr Kämpfe geben. Und da werden wir uns auch, diesmal haben wir ein bisschen Zeit verloren, dadurch, dass wir die Schnecke gesucht haben. Und das war erstmal wieder, euch erstmal wieder alles neu zeigen muss und etc. Aber es geht jetzt auf jeden Fall voran. Und ich freue mich schon. Bye, bye.